wir machen jetzt am Anfang sowas, da könnt ihr alle mitmachen. Genau. Ihr werdet alle sagen, wow! Wer 10 oder 20 Euro? Also, das ist tatsächlich okay. Wie heißt du? Ach, Sabine. Sabine. Schau genau zu. Er wird nicht verschwinden, aber ich werde ihn verzaubern. Dann werden aus 20 Euro tatsächlich 5 Euro. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Wenn jetzt aus 5 Euro 20 Cent werden, dann wäre es der Griechenland-Trick. Den zeige ich aber nicht, sondern aus 5 Euro werden bei den Ehrlich Brothers in unserer Show und auch sonst immer 50 Euro. Ja, und das ist mal der Hammer, oder? Ja. Ich brauche jetzt 4 Münzen wirklich von euch. Ja, ja, pass auf, wir brauchen so ein ganz bisschen Platz hier. Wer hat 4 Münzen? Egal, können auch chinesische. Also ich hätte welche, aber wenn ich meine Münzen jetzt auf den Tisch lege, sagt er nachher, die waren präpariert. Alles, was wir brauchen. Ihr müsst jetzt genau aufpassen. Man kann die Münzen in eine Hand geben, als würde man sie in eine Sparbüchse geben. Ja? Mach ganz langsam, okay? Nummer 1. Miriam, ist irgendwas in der Hand verborgen? Nicht. Okay, ich gehe jetzt hier unter den Tisch. So, pass auf, jetzt machen wir Folgendes. Dann lasse ich die wieder los. Ja, ganz bisschen vielleicht wieder. Okay. Leg mal die Münze auf den Tisch, sodass man sie gut sehen kann, okay? Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3. So, und jetzt genau aufgepasst. Dein Schreibtisch hier. Ja. Die kann man nämlich an der Stelle einfach hier so durch den Schreibtisch drücken. Ist sie hier verschwunden, Kim, und logischerweise unterm Tisch angekommen. So, pass auf, also ihr müsst Folgendes machen. Wenn ihr das zu Hause vorführen wollt, genau, macht mal so. Daumen nach unten. Rechts über links. Okay. Richtig so miteinander. Genau, ihr könnt da hinten auch, macht mit schön. Hier. Und Kuli geht das auch. Schön hoch. Rechts hoch, über links. Genau. Und jetzt wackelt ihr mit den kleinen Fingern. Wackelt mit den kleinen Fingern. Weil wenn ihr das lang genug gemacht habt, könnt ihr die Daumen nach oben drehen. Zeig mal hier. Ach so, wir haben jetzt vergessen zu erklären. Wir müssen, also, wie funktioniert das? Ja, wir verraten es euch. Streckt mal die Hände nach vorne aus. Daumen nach innen, Daumen nach unten. Also, so geht's nicht. Was wir machen ist, wir sagen an der Stelle einfach, haltet mal eure Hände ein bisschen höher. So, jetzt haben wir die Hand schon mal gedreht. Ihr müsst nicht höher halten. Das sagen wir nur, um die Hände zu berühren. Genau, und wenn wir jetzt korrigieren, ja, dann drehe ich meinen, also die Hand, die ich jetzt eben so schnell gedreht habe, drehe ich jetzt ganz langsam, indem ich sage halt mal höher. So, dann werden wir sie falsch wieder zusammensetzen. Dann ganz wichtig ist das mit dem Fingerwackeln, weil danach vergisst man nämlich, was davor passiert ist. Kein Scherz. Und dann kann man die Hände nach oben. Viel Spaß beim Ausprobieren.